Weimar. Ein Name, der viele Assoziationen hervorruft. Das klassische Weimar, die Weimarer Klassik mit Goethe und Schiller um 1800. Doch auch ein ganz anderes Weimar. Das Weimar der Moderne, das Weimar des Bauhaus. Scheinbar zwei vollkommen verschiedene kulturelle Welten. Wie sind diese beiden Weimar miteinander verbunden? Wie wurde das Weimar Goethes zum Weimar des Bauhaus? Wie kam die Moderne nach Weimar? Dieses Zeitalter des Übergangs von 1860 bis 1918 ist wesentlich durch den kunstaffinen Karl Alexander, Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, geprägt. Angesichts der fortschreitenden Industrialisierung versuchte Karl Alexander, sein Einflussgebiet wettbewerbsfähig zu machen. Motor der Industrialisierung war der Ausbau der Eisenbahnstrecke in Thüringen, wovon nicht nur Eisenach und Jena profitierten, sondern auch Apolder und Neustadt-Orla. Zeitgenossen bezeichneten das Apolder unter Karl Alexander sogar als das thüringische Manchester. Dieses Gemälde zeigt den Großherzog bei seinem Besuch in einem der größten Metallverarbeitungsunternehmen in Apolder, welches wichtige Güter für die Industrialisierung wie Kessel und Dampfmaschinen produzierte. In aristokratischer Haltung beobachtet er, wie ein Zahnrad mit seinen Initialen gegossen wird. C.A. Karl Alexander war der Erbe einer langjährigen mäzenatischen Tradition des ernestinischen Hauses. Angesichts der mangelhaften Massenproduktion begann er, das lokale Kunsthandwerk von Sachsen-Weimar-Eisenach als Konkurrenz zur Massenproduktion zu fördern. In den 1860er Jahren veranlasste Karl Alexander den Bau eines öffentlichen Museums, eine Idee, die ursprünglich noch auf Franz Liszt zurückgeht, der dem Großherzog eine Goethe-Stiftung vorgeschlagen hatte, um Weimar wieder zum Zentrum der deutschen Kultur zu machen. Das Großherzogliche Museum zeigte nicht nur klassische Plastiken und Kunstwerke von der Renaissance bis zum Klassizismus, sondern auch eine Vorbildersammlung für Architektur und Kunsthandwerk, welches das lokale Kunstgewerbe fördern sollte. Das eine Generation später von Harry Graf Kessler gegründete Großherzogliche Museum für Kunst und Kunstgewerbe lag rund 400 Meter entfernt in Richtung Innenstadt. Es sollte ab 1902 zum Ort wegweisender Ausstellungen mit Werken des Impressionismus und Neoimpressionismus werden, welche maßgeblich durch den einflussreichen Kunstförderer und Kosmopoliten Kessler ermöglicht wurden. Solche Ausstellungen bestärkten die Rezeption der modernen französischen Landschaftsmalerei bei den Studenten der 1860 ebenfalls von Karl Alexander gegründeten Großherzoglich-Sächsischen Kunstschule. An dieser hatte sich bereits 30 Jahre vor den Ausstellungen Kesslers, beeinflusst durch die realistische Freilichtmalerei in Frankreich, eine eigene Weimarer Malerschule gegründet. Diese umfangreiche Förderung der modernen Kunst in Weimar beförderte den Versuch, ein ganz neues Weimar zu begründen. Ein Weimar, das eine grundlegende Reform des Lebens durch eine Reform der Kultur anstrebte. Zu den Protagonisten dieser Bewegung gehörte nicht nur Harry Graf Kessler, sondern auch Elisabeth Förster-Nietzsche, die Schwester des 1900 in Weimar verstorbenen Philosophen. Durch sie zur Kultfigur erhoben, wurde Friedrich Nietzsche ein häufiger Referenzpunkt für die neue Kunst- und Lebensreform. Auch der belgische Alleskünstler Henri van de Velde war Teil des Projekts eines neuen Weimar und arbeitete eng mit Förster-Nietzsche und Kessler zusammen. Als engagierter Stilreformer begründete er 1902 das kunstgewerbliche Seminar und auf seine Initiative wurde 1908 direkt neben der Kunstschule die Großherzoglich-Sächsische Kunstgewerbeschule gegründet. Nach der Zusammenlegung der Kunstschule und der Kunstgewerbeschule unter der Direktion von Walter Gropius wurden sie 1919 zum staatlichen Bauhaus zu Weimar.